Hallo Leute, heute ist bereits schon Sonntag für mich, also der 11. Und ja, es ist noch ganz früh in der Nacht quasi, ganz früh am Morgen. Ich gucke gerade 4.13 Uhr. Ja, und ich habe noch mal eine Nacht drüber geschlafen. Also das Video, was ihr jetzt seht, das mache ich praktisch ganz zum Schluss. Jetzt aber von der Reihenfolge her vorne ran schneiden, weil, ja, nur damit ihr direkt Bescheid wisst. Alles, was ihr jetzt hier nachseht, ist halt vorher aufgenommen worden. Ja, und zwar habe ich jetzt nochmal eine Nacht drüber nachgedacht, ob ich den Vlog wirklich hochladen möchte, weil, ja, ihr müsst wissen, dass, am letzten Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, mein Vater gestorben ist. Und ja, das war gerade das Wochenende, wo ich für die Kreditvergabe zu Hause bei meinen Eltern war. Und ja, ich hätte auch gar nicht so weit ins Detail gehen, aus Respekt vor den Leuten. Und ja, auf jeden Fall kam das Ganze sehr überraschend für uns und ja, ich habe echt echt dran zu knabbern an dem ganzen Kram, auch wenn mich gerade im Moment ziemlich das, was alles drumherum ist, also Hauskauf und das Aufräumen hier und also Aufräumen uns packen und so ganz schön ablenkt, was auch gut so ist, aber ja, jetzt gerade nachts, wenn man dann so ein bisschen so mit den Gedanken alleine ist und so, dann kommt das natürlich alles raus und ja, auf jeden Fall habe ich jetzt wirklich hin und her überlegt. Ich habe auch nicht so viel aufgenommen in der Zeit. Also die Tage erstmal gar nicht, wenn man da gar nicht drüber nachdenkt, weil es ist einfach alles nebensächlich, wenn sowas passiert. Und ja, jetzt habe ich glaube, am Freitag ganz bisschen wieder angefangen und so, und ja, ich habe jetzt überlegt, ich mache es jetzt einfach, ich schneide das jetzt einfach trotzdem gleich noch und ja, auf jeden Fall wollte ich euch das nur mal mitteilen. Ich kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich drüber reden und möchte auch nicht drüber reden, glaube ich. Aus Respekt vor meiner Familie und so. Und ja, nur dass ihr Bescheid wisst, dass dieser Vlog vielleicht ein bisschen chaotisch ist und dass da viele Tage drin fehlen und so. Nur dass ihr dann wisst, was da passiert ist. Und ja, gut, dann würde ich an der Stelle mal einen Cut machen, der Arbeit anfangen, denn wir fahren ja in ein paar Stunden wieder nach Niedersachsen für die Beerdigung und ja, ich versuche halt vorher noch den Vlog fertig zu kriegen und ich kann gerade eh nicht schlafen und ja, dann habt ihr heute Abend wenigstens was zu schauen. Später, Leute.
Die Lotta. Hm? Regnet das? Hm? Ja. Was ist hier los? Ja. Gut, dass ich alte Klamotten mitgenommen habe. Ja. Ja, Schnuffi. Na komm. Musst du dich da nicht in den Weg schmeißen? Ja. Oh, oh. Ja, die Lotta. Ja. Ja. Hundeschnauze. Der nass bist du. Hm? Ja. Branka tut wieder Gras fressen, ne? Ja. Mal einen kleinen Einblick, wie es hier so aussieht bei meinen Eltern. Hm? Jetzt sind wir noch spielen? Hm? Ja. Na komm. Ja. So, liebe Leute, und da bin ich jetzt am Samstag, gestern nach der Arbeit, habe ich noch die Fahrt auf mich genommen. Bin praktisch irgendwann um 6 Uhr losgekommen und 6 Stunden und 40 Minuten gefahren. Und war dann irgendwann so gegen 1 dann hier bei meinen Eltern. Ja, von nichts kommt nichts. Ich muss sagen, es fühlte sich schon ein bisschen komisch an, nach so langer Zeit dann, nach so vielen Monaten dann mal wieder hierher zu kommen. Aber es hat sich nicht viel verändert. Ich werde heute noch einige Besuche machen, Kumpels besuchen und meinen ehemaligen Chef auch besuchen. Und dann schauen wir einfach mal, was der Tag sonst noch so bringt. Ja. Ich finde es auf jeden Fall mega schade, dass Sarah nicht dabei ist. Es hätte mich echt gefreut, wenn sie hier wäre, aber es ging halt wegen der Arbeit nicht anders. Sie muss halt wirklich Montag arbeiten und es gibt keine Möglichkeit, oder besser gesagt, es gab keine Möglichkeit, das umzulegen. Ja, also musste ich halt alleine fahren. Schade. Naja, ich bin heute auch schon, also ich habe nicht viel geschlafen. Man sieht so ein bisschen, Alter, ich sehe voll fertig aus. Ich habe vielleicht 5 Stunden geschlafen und dann noch und bin dann heute Morgen recht früh wieder aufgestanden und war dann auch schon, also habe gefrühstückt und bin dann los gewesen, verschiedene Geschäfte abgeklappert, habe noch versucht, ich war noch bei einer Zoohandlung und habe dort geguckt nach einem Schergerät für Flocke, weil ja das andere, das ist einfach nichts, das dauert viel zu lange, weil das ist wahrscheinlich nur für Hunde und man braucht für Katzen so ein spezielles. War aber, dann hatten sie da, aber war recht teuer. Deswegen denke ich mal, werde ich da erst noch mal ein paar andere Angebote. Da haben wir einen Fasan erschreckt. Ja, ein paar andere Angebote einholen. Und dann bin ich noch los gewesen, habe noch ein paar geheime Sachen besorgt. Die seht ihr dann vielleicht dann am 1. Dezember, keine Ahnung. Und ja, Weihnachtsgeschenke schon ein paar. Aber ich könnte das auch mal mitfilmen und euch das dann irgendwann nach Weihnachten mal zeigen, aber naja, schauen wir mal. Vorher geht auf jeden Fall nicht. Vielleicht nur die Sachen, die andere Leute bekommen, die den Doc halt nicht gucken. Naja. Ich will jetzt gleich erstmal Mittag machen, also Mittagessen. Und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Also bis später. Ciao, ciao. Und das Herbst ist sehr. Gehen jetzt mal einmal hier rein. Ach ja. Hier oberhalb des Teiches bei meinen Eltern. Hier habe ich als Kind so viel gespielt, wo hier Dickicht war. Vor allen Dingen hier vorne war vorher ganz viel japanischer Staudenknöterich. Da konnte man so richtig so Dschungelsachen nachspielen. Da sind wir immer mit Stöckern dann durch die
durch die Reihen gelaufen und haben das so dann weggehauen, wie man das aus den Urwaldfilmen kennt. So wie die das da mit Macheten machen und sowas. Und das ist der Teich. Sandstufen. So. Und hier auf der Bank, da habe ich mit Sarah so viele Stunden gesessen, also indirekt. Denn die meiste Zeit war damals noch am Telefon. Der Trauerweide. Nächsten Sommer sitzen wir hier dann zusammen und ja, gucken aufs Wasser. Hoffen, dass die Mücken uns nicht fressen. Aber es regnet so krass. Auf jeden Fall konnte man hier dann so rum, dort, vielleicht sieht man das so ein bisschen, da hinten stehen noch Haselnusssträucher. Da waren aber nie Haselnüsse drin. Vielleicht ganz, ganz selten mal eine. Da haben wir dann als Kind immer nachgesucht, aber meistens waren die leer. Ja, hier drin kann man sich gut verstecken. Ja, hier vorne, da wo der Holunderstrauch ist und so, das war hier alles voll mit japanischem Staudenknöterei. So richtig Wildnisfeeling hier. Die ganzen Buchen, die hier drin wachsen, die haben wir vor 2-3 Jahren mal als so ganz so kleine Setzlinge nachgepflanzt. Die sollen dann später mal hier rauswachsen und so ein bisschen ein paar Sachen, also der hier sieht so ein bisschen aus, als würde der Eichenbaum das nicht mehr lange machen, deswegen sollen dann die Buchen den ersetzen. Und ich zeige euch mal was. Warte mal. Ah, falsche Idee. So, ich habe vom Kastanienbaum Kastanien mitgenommen. Und die werde ich jetzt, weil man soll ja, wenn man Laubbäume aussät oder so, wo war denn hier der Ausgang? Dann soll man ja die ganze Sache einmal über den Winter in den Kühlschrank legen, weil sonst keimen die nicht. Und ich habe dann halt vor, das dann jetzt bis nächstes Jahr im Frühjahr in den Kühlschrank zu legen. Und dann werde ich die mal aussehen. Und dann ist praktisch der Ableger vom Kastanienbaum dann nachher bei unserem Haus 650 Kilometer entfernt, ein kleinen Bruder oder eine kleine Schwester, Sohn etc. pp. So. Ach ja, das ist schön hier. Ich weiß noch gar nicht, ob ich euch das zeigen kann überhaupt. Da muss ich mir noch mal ernsthaft Gedanken machen, weil ja, vielleicht möchte ich meine Eltern auch mal erst fragen, ob ich es euch zeigen darf. Aber ja, wenn ihr es jetzt gesehen habt, dann ist es genehmigt. Hallo Leute, heute ist Freitag und ja, ich habe jetzt einige Tage nicht gevloggt. Dazu werde ich dann vielleicht später noch mal ein bisschen was sagen. Aber ja, jetzt habe ich das erste Mal wieder ein Handy in der Hand und ich dachte, ich lasse euch mal einmal kurz dran teilhaben, was mein Brötchenexperiment heute Morgen gewesen ist. Also einmal rüber. So,
Guckt euch das an. Das ist kein Brötchen, das ist ein Brot. Ja. Dementsprechend sind die Scheiben auch äußerst dick. Also die könnte man nochmal durchschneiden, oder? Ja, denke ich schon. Ja. Also ich habe den Teig einfach improvisiert. Ich habe Mehl genommen und Hefe. Und alles Backpulver ist ja noch. Und alles Backpulver. Nein, gar kein Backpulver, Hefe. Backpulver ist ja nur Hefeersatz als Treibmittel, damit der Teig Löcher kriegt. Auf jeden Fall habe ich einfach nur, ich glaube, einen Esslöffel Öl, Mehl, Wasser und ein bisschen Salz. Und die Hefe natürlich. Die Hefe habe ich vorher extra in einem warmen Wasser, also 400 Milliliter warmes Wasser aufgelöst und habe dann eine ganze Packung Mehl praktisch reingeballert. Ja, und dann hat das jetzt... Wie viel Hefe das war? Nach Gefühl, ich glaube 3 Esslöffel oder so. Brauchst du bestimmt 20 Gramm oder so dann, ne? Ja, aber das gehört da ja auch rein in so einen großen Teig. Oder 24 Gramm. So ja, dann. Das muss in so einen großen Teig schon rein. Nur habe ich mich ein bisschen verschätzt mit der Menge, also die aus dem Brötchen nachher wird. Der Teig, der ist ja gegangen. Also ich habe ein Drittel der Schüssel war voll mit normalem Teig. Und dann hab ich den gehen lassen, eine Stunde oder anderthalb. Und dann war die Schüssel halt voll. Also die Brötchenschüssel. Diese da, die ihr gerade gesehen habt. Und ja, dann habe ich halt, bevor ich die Brötchen aufs Blech gelegt habe oder Brötchen geformt habe, habe ich den Teig nochmal durchgeknetet. Dann war er wieder genauso groß wie vorher. Nur habe ich dann so Stückchen gemacht, die ungefähr schon so groß waren wie normale Brötchen. Und das ist natürlich doof, wenn man die dann in den Backofen tut, dann gehen die und dann werden die halt doppelt so groß. Das heißt, aus den 5 hätten 10 werden können. Das war also wenn ihr das nachmachen wollt, das ist ja relativ einfach, dann würde ich daraus mindestens 10 Brötchen formen. Dann habt ihr noch recht große Brötchen. Ja, und ansonsten ist das jetzt Dinkelmehl gewesen. Man kann aber auch einfach Weizenmehl nehmen oder halt Roggenmehl oder so. Wie ihr halt wollt. Wenn man halt denkt, 10 Brötchen sind zu viel gegessen, kann man trotzdem alle erstmal backen. Und wenn die dann abgekühlt sind, kann man die einfrieren, die zu viel waren. Und wenn du die dann essen willst, holst du die dann wieder raus und backst die einfach wieder mit ein bisschen Wasser drüber auf. Dann ist das, als wären die ganz frisch gebacken. Genau. Ja. Aber wie gesagt, die halten sich ja auch ein bisschen länger als die Brötchen aus dem Laden. So, wenn ihr dann die nachher schön abdeckt oder in eine Dose tut, dann könnt ihr den anderen Tag auch nochmal vom Frühstücken. Und wenn ihr nicht vegan seid, dann könnt ihr die Oberfläche oben noch entweder mit... Vielleicht könnte man mit Ei bestreichen, dann würden die halt glänzen und noch eine krossere Kruste kriegen. So wie man das im Laden halt kennt. Aber ich glaube, das geht auch mit Wasser oder mit Öl. Milch. Oder mit Milch, also genau. Mandelmilch oder so. Aber du hast den einen Tag ja noch andere Brötchen gemacht. Ja, ich habe einen Tag noch andere Brötchen gemacht. Aber... Ja, wie gesagt, ich habe ja erstmal nicht gefilmt, dazu werde ich dann jetzt später nochmal was sagen. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Also, bis dann. Ciao, ciao. Guten Morgen, Leute. Heute ist schon Samstag und es liegt einiges an. Also, es muss noch viel gemacht werden in der Wohnung. Und wir müssen auch noch die Sachen packen. Denn morgen Vormittag nach dem Frühstück geht es ja dann wieder rüber nach Niedersachsen. Dann am Dienstag ist halt die Beerdigung und ja, dann wollen wir halt rüber. Und dementsprechend, das muss auch noch vorbereitet werden. Packen müssen wir noch und ja, mal schauen, ob ich euch heute mal ein bisschen dran teilhaben lasse und ob ich das noch schaffe, diesen Vlog, sage ich mal, noch zu schneiden und hochzuladen heute. Ja, wir schauen einfach mal. Also, bis später. Und dann bin ich noch mal kurz. Ich möchte jetzt gleich mal den Hasenschlafstall sauber machen. Und ja, gerade im Moment laufen die beiden hier einfach durch die Wohnung. Ich kann es euch ja mal zeigen. Guckt euch das an. Ja, das ist der Hasenstalleimer. Ja. Na, auf jeden Fall müssen wir das Ganze hier dann erstmal aufräumen. Ich habe jetzt gerade eben schon mal da das letzte Heu hier unten rausrieseln lassen. Und den Salatkopf, den werde ich raus tun, den können wir nachher noch mit reinkriegen. Aber ja, wie ihr seht, das wird höchste Eisenbahn, dass das Ganze sauber gemacht wird. Ja, und ansonsten habe ich
eigentlich noch eine Menge Koffer gepackt. Also Koffer gepackt, sei schon Umzugskartons gepackt. Ja, und Wäsche kann man hier zum Beispiel sehen. Da hängt noch eine Wäscheleine, Alter. Eine Gardine, die muss ich nachher noch aufhängen. Die haben wir auch gewaschen. Ja. Und dann muss gleich noch der Koffer gepackt werden. Die Klamotten rausgesucht, Koffer gepackt. Dann Schnittchen gemacht für morgen. Dann will ich hier noch durchwischen. Und dann muss ich noch ein bisschen Factorio machen, weil Factorio tatsächlich sonst am Sonntag dann pausiert. Und weil wir jetzt überlegt haben, ob wir erst ein anderes Let's Play zwischenschieben, weil es ja, ein Ausnahmezustand war die letzten Tage. Ja, haben wir uns jetzt praktisch überlegt, dass ich gleich noch ein bisschen Factorio mache, wenn ich noch die Zeit dafür finde. Das ist ja nicht ein Fussel. Ja, naja, auf jeden Fall. Puh, das wird auch noch morgen nochmal anstrengend. Wir werden es ganz, ganz vorsichtig angehen lassen. Das seht ihr dann ja wahrscheinlich im nächsten Vlog. Ich weiß immer noch nicht, ob dieser Vlog hier rauskommen wird. Ich glaub's ja wohl. Maja, was machst du da? Nicht, dass der kleine Satansbraten da hinten hinter das Regal verschwindet, weil da sind, glaube ich, noch irgendwie eine Hasenbreite Platz. Ja, doch ins Wohnzimmer ein bisschen spielen. Naja, ich werde das jetzt erstmal noch machen und ja, vielleicht lasse ich euch noch ein bisschen zugucken. Bis jetzt hat es wirklich nicht gut geklappt, weil man ja mit Gedanken auch immer wieder bei dem Thema ist und so halt, aber naja. Na los jetzt. Ihr sollt hier ein bisschen rumlaufen. Ich freue mich schon drauf, wenn wir jetzt im neuen Haus endlich die Hasenauslauf-Sache ein bisschen einfacher gestalten können. Denn ja, da werden die beiden wohl wahrscheinlich ein ganzes Zimmer bekommen mit einem Stall. Der wird dann ungefähr so auf Bauchnabelhöhe dann sein. Ausgelegt mit Folie, so dass man den dann an der Seite irgendwie eine Klappe aufmacht und dann kann man das ganze Einstreuzeug halt rausfegen in einem großen Eimer. Und da werden die dann drin sein. Und ja, passende Regale und so werden sie dort auch noch bekommen, wo man Papier und alles lagern kann. Ja, Neuboden haben wir dann sowieso. Da kann man sich dann nächstes Jahr drum kümmern, dass man dann auch nicht mehr immer dieses ganz teure Heu aus dem Laden kaufen kann, sondern das ist ja beim Bauern weitaus billiger. Können die meisten Leute nicht machen, weil man so einen ganzen Heuball hinladen. Ne? Und vor allen Dingen muss man gucken, auf unseren Heuboden da geht auch nur Heu, was man da selber hochtragen kann. Also die meisten Heuballen und Strohballen und so, das sind ja heutzutage riesige Quadros. Naja, dann will ich mal ein bisschen weitermachen und wir sehen uns dann später. Also bis dann. Ciao, ciao. Die rechte Hälfte ist leer gesagt, hier komplett. Na. Das ist nur noch der Boden. Also ich kann das, was hier unten ist, jetzt nicht mehr wegsaugen. Wo der Luigi das so alles lässt. Ja, hier hinten, das muss ich jetzt alles noch. So solche Berge waren halt drüben. Saug mal ein bisschen, dann zeige ich das noch. Na? Seht ihr, so sieht das aus, wenn man die Wüste leer saugt. Ja. Und das ist eine Sandburg. Ja. No. Das habe ich drüben alles schon hinter mir erst. Ist alles schön weggesaugt. Na. No. Ich filme mal noch mal einmal über den Adventskalender. Mhm. So. Guckt euch das mal an, Leute. Jede Menge Leckereien. Und dann hat Sarah jedes einzelne von diesen Rentieren bemalt, eine kleine Stubbelnase draufgeklebt und aus Pfeifenreinigern Geweihe gebastelt. Und dann steht hier hinten halt eine Nummer drauf. Und ja, weil wir das... Ich wollte die Schokolade mit rein, aber die hat nicht in das Rentier gepasst. Deshalb ist die so eingeklammert. Ja, hat man das gehört? Ursprünglich sollte die Schokolade da mit rein, aber das passte nicht. Ja, hier ist auch noch so ein kleiner Adventskalender. Den haben wir letztes Mal in der Apotheke mitgenommen. Da sind 24 Tees drin. Den werden wir uns dann auch schmecken lassen. Mhm.
Und ja, das hier ist für deine Eltern, ne? Ein Kätzchen für die Sammlung. Die gucken ja die Vlogs eh nicht. Also werden die. Das kriegen sie zum eigentlichen Geschenk, das ist ein Baumarktgutschein. Und die Katze wird halt dran geheftet dann an den Gutschein. Ja. Okay, liebe Leute, ich werde dann jetzt mal ein bisschen weitermachen, dass das alles noch fertig wird. Und dann kann ich dann nachher für euch ein bisschen aufnehmen und vielleicht diesen Vlog schneiden. Ja, wir sehen uns. Ciao, ciao. Was macht ihr da? Habt ihr eine neue Wohnung gefunden? Oh. Ist ja ungewöhnlich. Normalerweise laufen die immer zu dir ins Wohnzimmer, ne? Ich denke mal, weil hier jetzt zufälligerweise Platz war oder so. Jedenfalls neu ist, erstmal erkunden. Kuckuck. Anscheinend ist so ein Sack Futter sehr gemütlich. Oder hat sich gedacht, ja, wenn ich mich draufsetze, dann ist es meins. Wie Dagobert Duck, der Hase. Ja. Ganz auf Sack Futter ist meins. Ja. Ist sowieso noch unglaublich viel Futter, da ist auch noch. Mhm. Ja. Oh Gott, ich muss erstmal aufstehen. Von deiner Bestellung da, was du gemacht hast. Und hergerichtet ist das kleine Häuschen hier auch noch. Eigentlich muss ich das Wasser wechseln, das ist jetzt auch schon 2 Tage alt. Aber weil das dieses Mineralienwasser ist, denke ich mal, lasse ich es noch drin für eine Nacht. Und ich muss dazu sagen, ich habe die ganze Wüste leer gesaugt bei Luigi's Mansion. Und nicht nur, dass es keine Errungenschaft dafür gab, dass ich das gemacht habe, sondern ich habe sogar entdeckt, dass ich eine Kiste mit diesem Strobolicht sichtbar machen konnte und ich komme nicht mehr ran, weil der Sand weg ist, den ich weggesaugt habe. Oh nein. Ich die Kiste nicht. Kannst du den Sand wieder hinpusten? Nein. Das ist doof. Das ist richtig doppelt dumm. No. Ja. Das muss ich jetzt gleich erstmal runterschaffen. Ja. Okay, liebe Leute, dann sehen wir uns. Oh, wartet mal, wir gehen mal einmal zum Fenster. Denn die Sonne kommt raus. Das hier ist übrigens auch noch ein bisschen Herbstdeko. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt habe. Na. Und gähnende Leere. Naja, das wird jetzt nach und nach alles zusammengepackt, was wir jetzt definitiv nicht mehr brauchen. Und ja, dann geht das alles ins Haus. Also, sobald es dann soweit ist, das wird ja noch ein bisschen dauern. Jetzt ist ja Anfang November, Dezember, Januar, Februar. Ich denke mal so, ab März kann man dann die ersten Sachen rüberbringen. 30 Kartons sind jetzt gepackt. Und das kann ich euch auch noch mal zeigen. Wartet mal. 30 Kartons sind jetzt gepackt. Da muss ich mal immer hier aufmachen. Das Schlafzimmer. Dann ist es immer zu, damit die Hasen hier nicht unter unser Bett krabbeln. Na, hier seht ihr das auf jeden Fall. Ein bisschen Chaos. Da haben wir einige Sachen. Also das stapelt sich von unten bis ganz hier oben hin. Die alten Stofftiere und so. Das heißt, alte Stofftiere, sondern Sarah-Stofftiere. Ja genau, und hier sieht man im Hintergrund auch schon da an der Tür. Das ist auch schon alles gepackt, das darf. Na. Wollte mich ja filmen. Ja. Naja, liebe Leute, dann habt ihr das jetzt auch mal gesehen. Ich weiß nicht, ich muss ja Sarah fragen, ob das okay ist, wenn ich das Schlafzimmer zeige. Aber, ja. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Okay, machst du da? Ja, lecker, lecker. So Leute, ich melde mich nochmal wieder. Ich habe jetzt Factorio aufgenommen und gerade haben die Katzen ihr Futti bekommen. Mein Bart sieht auch wieder fürchterlich aus. Und ja, Sarah hat mir schon mal so eine Flechtfrisur gemacht. So ein, ja. Ich hoffe, das hält. Ansonsten müssen wir es dann hinten nochmal für die Beerdigung dann halt, ja, nachflechten. So. Naja, gut. Ich werde dann jetzt nachher nochmal ein paar Sandwiches machen und dann werde ich diesen Vlog hier noch schneiden wahrscheinlich. Denn, ja, ich denke, ich habe mich entschieden. Ich glaube, wir
glaube, wir bringen den. Ja, eigentlich hatten wir ursprünglich geplant, mindestens eine Woche auszusetzen, vielleicht zwei. Aber ja, so ist es, glaube ich, besser. Also, später. So, Leute, da sind wir auch schon am Ende des Vlogs angekommen. Ich nehme diese Szene gerade direkt nach der Szene am Anfang auf und fange jetzt gleich mit dem Schneiden an. Ich hoffe, dass euch das trotzdem gefallen hat, was ich aus den wenigen Videos, die ich bis jetzt aufgenommen habe, für den Vlog machen konnte. Und ja, ich wünsche euch eine tolle Woche und lasst euch nicht ärgern.